Und herzlich willkommen zurück bei Ark Back to the Roots. Wir sind jetzt mittlerweile in der 23. Folge schon. Ist mir gerade aufgefallen. Hör mal, Alter, für eine Uckmerkacke. wir haben in der letzten Folge den Dino gezähmt, haben ein bisschen in unserem Haus geknöstert, haben Wasser gelegt und da unten läuft noch ein Dino und den wollten wir uns holen. Und dann machen wir das doch mal. Zack. Zweimal und legt. Perfekt. Zwei Steine. So, du gibst mir mal dein Zeug her. Der wird auch nicht allzu viel brauchen hier. Was haben wir denn da? Female 56 war das, genau. Was haben wir da hinten für ein Bronto? Das ist schön mit dem Fernglas jetzt allerdings. In dem boxe ich nicht um. Wir haben es in der letzten Aufnahmesession gesehen, wie ich ihn einbetäubt habe. Der war aber Level 20. Aber schön, eine schöne Farbe hat der. Ich bin echt am Hader mit mir, ob wir uns Deko umboxen. Läuft da hinten ein Dilo bei der Schildkröte? Wo ist die Schildkröte? Wo ist die Schildkröte? Verdammt, da. Ne, da war das Dimorphodon. Das war nur das Dimorphodon. Ja, eigentlich wäre es an der Zeit, jetzt einen Raptor zu holen. Dass wir einen Fleischfresser haben, ein bisschen Fleisch auf Vorrat holen. Und dann können wir mit dem Kollegen eigentlich schon in die erste Höhle gehen. Das klingt echt nach einem Plan, oder? Mal so schön in der Höhle. Wäre schon geil. Aber gut. Du liegst. Wenn ich wiederkomme, ist der tot, wetten wir. Aber warte mal, den drücken wir vorher vielleicht noch so zwei, drei Narco-Berries rein. Sicher ist sicher. So, fünf Stück soll reichen. Dann, hoppala. Komm mal mit, meine junge Dame. Die ist gerade mal 11, die ist auch minderjährig, die darf keine versauten Witze hören. Also bringe ich sie heim. Wenn sie denn kommt. Dann kriege ich unser Dilosoph mal weibliche Gesellschaft. Endlich. Hat ja jetzt auch lang genug warten müssen, der Arme. Ja, komm. Put, put, put. Und umdrehen. Sehr schön. Wollte gerade sagen, bleib stehen. Hier ist kein Häufchen mehr vorhanden, aber das ist auch nicht schlimm. Zack. Hui, nicht darunter. Ganz, ganz schlechte Idee. Das soll die vielleicht nachfüllen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo hier der nächste Biber-Spawn ist. Da müsste ich lügen. Um Cementing Paste zu holen. Und Stack Cementing Paste würde mir schon extrem weiterhelfen. Können wir nämlich einiges Schönes mitmachen. So, wo lag jetzt der Dilo? Irgendwo hier, glaube ich. Im Level Up. Da liegt er. Ja, der ist auch fast fertig. Dann schauen wir mal unser Level Up an. Bisschen Stamina noch. Ich weiß gar nicht, welche Level wir jetzt geworden sind. Pelagornis-Sattel können wir machen. Hoppala. Electronics wäre auch nicht verkehrt. Ich glaube, als erstes dann den Fabricator. Von Terranodon müssen wir auch noch holen. Eins am anderen. Okay, komm. Und guck mal, hier ist ein blauer Lootstrahl. Level 80 ist sie geworden. Das ist schon eine Oma. Aber für die braucht man natürlich auch wieder einen Namen. Auch wenn es Kanonenfutter ist, wir werden sie ja... Alter, hast du ein Problem? Wir werden uns ja liebevoll um unsere Tiere kümmern. Das heißt, die kriegen auch alle einen Namen. Komm, ich verdurste. Komm. Genau. Mal eben schon trinken. Zack. Dann dreh dich bitte auch mal rum zu den anderen. Dass wir euch alle in Reihe und Glied stehen haben. Sehr schön. Alles passiv und du hörst auf mir zu folgen. Genau. Tor das mal kurz auf.
Und da haben wir noch mal Kacke. Der Kacke-Mann ist wieder unterwegs. Mission Cementing Paste. Habe ich jetzt nicht aufgehoben? Nehmen wir die. Was soll's denn? Die ist wahrscheinlich gerade despawned, wie ich aufgehoben habe. So, dann haben wir den schon mal voll. Man braucht den auch nicht ganz voll machen. Das reicht sechsmal mittlere Kacke und einmal ein Stack Setch. Dann kriegt man nochmal zwei Dünger raus. Ja, Cementing Paste holen, ne? Cementing Paste holen, wir nehmen die Narcotics natürlich mit. Das war natürlich jetzt nicht so geplant. So, dann haben wir 70 Narcotics auf Vorrat. Wir haben noch 32 Pfeile. Fleisch können wir uns unterwegs holen. Und dann suchen wir einen Biberdamm. Und. Ups. Mit ein bisschen Glück finden wir einen Raptor oder sowas unterwegs. Deswegen nehme ich auch die Narcotics mit. Die tue ich allerdings mal hier schön alles ins Zweig reinballern, damit ich schneller laufen kann. Und zuallererst sollten wir vielleicht zusehen, dass wir den Lootstrahl da hinten bekommen, je nachdem, wo der ist. Der müsste hier genau im Wald sein. Problem ist, unsere dicke Dame ist ein bisschen langsam. Ja, der muss da hinten im Wald sein. Der wird nicht auf der anderen Seite der Insel sein. Also auf der anderen Seite der Insel schon, aber nicht. Wir müssen nicht übers Wasser. Das meine ich. Kommst du? Genau, der ist da drinnen. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das noch. Ich habe ja leider nicht auf die Uhr geguckt, wie lange das her ist, wo der runtergekommen ist, wo wir den entdeckt haben. Ach, da ist der Bronto da unten. Mann! Na du? Dilo, den lassen wir mal kurz stehen. Kommst du? Nichts Gefährliches hier. Okay. Dann hinter. Ein Medium Crop Plot. Blueprint. So, die hat schon wieder ein Level. Ja, du freust dir einen Keks, ne? Erstmal raus aus dem Gebüsch hier. Machen wir erstmal einen Ausritt, würde ich sagen. So, Follow Distance stelle ich bei dir aber mal auf Low. Vom Medium. Vom High, vom Highest müsste jetzt auf Low stehen. Low, genau. Dann braucht die nicht immer so lange, um anzulaufen. Ich bin gerade etwas nervös, wenn ich hier so zu Fuß hergehe. Huch, Kompis. Kombiball. Ups, das ging schnell. One-Hit-Kill. Hier laufen wieder zig Dilos rum. Also mal, hab ich Gamma an? Ne, hab ich nicht an. Ups, da fliegt unser Chitin. Die Frage, wo ist es jetzt runtergekommen? Das erkennt natürlich hier keiner. Oh, guck mal, ein Kombi. Ups. Ich war's nicht. Ich hasse es, wenn die so in einem stehen. Ist das der einzige? Scheint so. Nee, doch nicht. War's das jetzt endlich? Mein Schweig ist so überladen, dass es eigentlich schon gar nicht mehr laufen könnte. Ein bisschen Gewicht mal rausgenommen. Und ich will genau da hinten durch. Ob das so eine gesunde Idee ist, weiß ich nicht. Das ist ein Diplo, okay. Da dann doch schon hier und da Kollegen spawnen können, die ein bisschen stärker sind als ich. Keine Ahnung, womit der gekämpft hat, aber er scheint tot zu sein.
Ist also auch nicht so schlimm. Da oben habe ich einen Pteranodon gesehen. Da sollte man vielleicht mal nachgucken, welches Level der hat. Level 8. Ne, das ist zu klein. Das kann uns ja nicht was mehr heben. Einmal rüber bei dem Fluss. Ja, dann machen wir jetzt mal so einen kleinen Ausflug. Mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Na, da hat selbst der Piranha keinen Bock mehr gehabt auf uns. Mission Biber, dann war schon wieder ein Level, das ist gut. Ich glaube, Leben wäre auch nicht verkehrt bei dem jetzt. Wenn wir da in die Richtung gehen, dann könnte es brutal werden. Da ist ein bisschen Leben auch vorteilhaft. Dodo! Dodo! Pika-Dodo! Ein Grau-Pika-Dodo. Wahrscheinlich, wenn wir dann nachher wiederkommen, war das in der letzten oder vorletzten Aufnahmesession? Ich weiß es gar nicht. Wo wir den. In der letzten war das, wo wir den Alpha-Raptor da hinten gefunden haben. Der steht wahrscheinlich dann bei uns an der Base. Und flügt da schön vor sich hin. Stamina. Ich brauche Luft. Ich bin auch gerade mal echt erstaunt, dass hier noch kein Spino gespawnt ist. Weil genau dieses Delta hier, wo das zusammenläuft, ist eigentlich der übelste Spino-Spawn. Genauso wie der, wo wir jetzt drauf hinlaufen. Richtung Sumpf. Aber ich probiere den Sumpf mal ein bisschen zu umgehen. Pteranodon, voraus. Level 8. Ne. Das ist mir zu klein. Das ist eindeutig zu klein. Also wer sich fragt, warum ich hier auf dem Trike sitze, das ist zu meiner eigenen Sicherheit. Und zur Sicherheit des Trikes. Wenn ich nämlich tot bin, finde ich das Vieh nie wieder und das stirbt auch noch elendig. So habe ich wenigstens eine reelle Chance zu überleben. Das dauert zwar alles ein bisschen länger, aber deshalb so wild, denke ich mal. Die Fackel können wir... Da. Ich wollte gerade sagen, die Fackel können wir rausholen. Wir haben gar keine Fackel mehr. Das ist mir schon wieder irgendwie sehr dus, aber... Ach, wir haben gerade mal 13 Uhr. Dann liegt es nur am Unwetter. Da bin ich ja beruhigt. Da läuft ein Schweinchen. Ein Raptor wäre mir lieber. Auf was haben wir den überhaupt stehen hier? Auf Passiv, okay. Das heißt, er könnte zur Not tanken. Ein bisschen. Ich sehe aber weit und breit noch keinen Fleischfresser. Außer die kleinen Dilos hier rumlaufen. Und da ins Redwood will ich nicht unbedingt. Home of the Terror Birds ist nicht so meins. Die Viecher sind so lästig. Also die sind wirklich lästig. Bisschen Stamina aufladen. Ich meine, ist auch mal schön wieder hierher zu laufen. Da kommt ein, was auch immer, Parasaurus. Und noch ein Parasaurus. Keine Ahnung, wovor die flüchten. Von einem Raptor. Raptor Level. Bleib stehen. Bleib stehen. Da ist der Raptor. Kriegen natürlich nicht ins Target. 52. Zu klein. Zu klein. Da können wir schon einen größeren zähmen. Aber das halt nehme ich gerne mit. Das heißt, warte mal, das Inventar? Na, tolle Wurst. Das ist das einzige Brauchbare. Vielleicht. Oh Gott. Ups. Das muss ich ja irgendwie ganz geschickt wenden. Wo ist sie denn? Hab sie erwischt da. So. Titanoboa. Na, da ist noch einer. Ja, willkommen im Sumpf. Einmal. Zweimal. Die scheint ein bisschen größer zu sein. Okay.
Stress. Oh, die gibt gut halt. Die gibt richtig gut halt. Also ein Heilproblem haben wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ein bisschen Prime Meat. So. Weiter im Text. Ich will zum Biberdamm. Gut, dass ich genau weiß, wo ich hin muss. Ich weiß zwar, wo mein Ziel ist, aber ich finde den Weg wahrscheinlich wieder nicht. Vor allem hier in dem ganzen Gebüsch nicht. Ich muss vor allem mal ein bisschen vom Sumpf weg. Das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Stamina aufladen. Hier fällt schon wieder irgendwas in Bäume und das gefällt mir nicht. Das muss nämlich nicht unbedingt ein Paracer sein. Es kann auch irgendwas anderes sein. Ich höre Bienen. Ach so, so ein Mist. Da läuft wieder ein Parasaurus. Ja. Stamina. Ich muss jetzt mal ganz kurz in meinen Optionen was gucken. Nö. Ach, deswegen. Gucke mal an. Safe. Ich hatte mich vorhin schon gewundert, warum der Himmel so komisch ist. Und jetzt gerade habe ich gedacht, meine Schatten sind wieder runter. Denn irgendwie... Ich weiß nicht, war vor 2-3 Tagen, da hatte ich mal kurz arg gestartet. Weil ich was ausprobiert hatte. Auf dem Server. Und ja, auf einmal waren meine Schatten aus. Und das wirkte gerade irgendwie so ein bisschen hell hier alles. Ich habe auch kein Gamma an. Ich weiß also nicht. Das scheint so zu sein. Das muss so. Da habe ich schon wieder irgendwas spucken gehört. Oh, ein Trike. Uhu, noch ein Trike. Jetzt kommen wir aber so langsam in die Region, wo die Rexe spawnen. Ein Tapejara, der interessiert mich jetzt nicht. Das Twig ist schon eher so. Ach, guck an, ein Raptor. Na gut, der greift mich schon an. Nicht gut hinter mir. Der ist aber auch nicht groß. Er hätte viel mehr ausgehalten. Ja, Raptor 64. Noch ein bisschen halt. Och, Mensch. Wo kommst du denn her? Ups, ach, den habe ich schon getötet. Okay. Schaue ich mir mal eben das Zweig an. 24, nee. Sieht zwar schön aus, aber das war's auch. Du hast noch ein Level. Erstmal noch ein bisschen Leben. Es freut sich wieder, da oben ist ein Skorpion. Dem will ich jetzt auch nicht zu einer. Obwohl, warte mal, der Skorpion, da gibt's Chitin. Hör mal. Natürlich, her damit. Wir kommen noch im Biberdamm an. Der hat, glaube ich, gerade ein Lystro betäubt, wenn ich das so sehe. Wo ist denn hin? Ach, da, am Baum hängt er. Ja, im Baum hängt er. Jetzt haut er ab, die feige Sau. Ich muss mich schon wieder leer machen. Würdest du mal zurückkommen? Ja, komm her. Hier. Kuckuck. Genau. Einmal. Zweimal. Ah, der blutet schon. Ups, wo kam der Kompi jetzt her? Oh, das zeigt sich wohl an. Ich muss jetzt gleich mal aufräumen hier. Okay. Hier ist nichts, was mich fressen möchte im Moment. Ja, mit dem Chitin. Zack. Ganz schnell aufsteigen. Ich glaube, wir können wirklich mal ein bisschen Holz wegballern. Das haben wir so schnell wieder rangeholt. Das war ein Bronto, würde ich sagen. Und ich bin verdammt nochmal immer noch nicht an dem Ding in Spawn. Ich bin vor allen Dingen immer noch zu schwer. Ich hole jetzt den ganzen Klumpatsch hier raus. Da können wir uns alle so schnell erfarmen. Und das ganze Fleisch brauche ich jetzt nicht. Das haben wir auch schnell gefarmt. Wir müssen die Strike gleich kriegen. Wenn er nämlich so stehen bleibt wie gerade, haben wir echt ein derbes Problem. So. Einmal halbes Gewicht, das ist schon besser. Das ist viel, viel besser.
ist auch nichts. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen angespannt gerade. Ach, das ist ein Schwein, was da läuft. Das sah gerade irgendwie so ganz komisch aus. Das Ding ist, hier in diesem Gebiet, hier kann ja alles spawnen. Hier spawnen Rexe, hier unten im Sumpf ab und zu mal ein Speedo. Das heißt, Alpha Rexe, Alpha Kanos, Alpha Raptor, das haben wir alles hier. Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte hier mal eine Base mit den anderen auf dem alten Server. Und das war teilweise leicht problematisch. Mal ein bisschen die Schlangen umgehen. Ich bin natürlich auch ein Held und lauf hier mit dem Dreieck rum, aber gut. Oh, guck mal, eine Schnecke! Ein Achatina Level 16. Ich hatte da gar nicht so auf dem Schirm, dass die auch mit Sumpf rumlaufen. Na gut, anscheinend schon. Leck mich am Zuckerli, ist der Weg weit. Aber ich glaube, wir sind diesmal schon weitergekommen mit dem Trike, als bei unserem ersten Versuch zur Base zu kommen damals. Aber könnt ihr mal drunter hauen. Vielleicht habt ihr ja noch andere. Das ist nichts gut. Ich bin weg. Vielleicht habt ihr auch noch andere Vorschläge mal für einen Spot für eine Base. Ich meine, die Karte hat echt saumäßig viel Potenzial, wo man bauen könnte. Oh Gott sei Dank, ein bisschen Licht. Das wurde jetzt auch mal Zeit. Oh, guck mal, da ist ein Kanon. Aber da komme ich wahrscheinlich mit drei so Dingern nicht weg. Kanon Level 12, das ist so klein. Mischen wir uns mal ein. Komm. Obwohl, ich warte erstmal, bis sich das hier ein bisschen beruhigt hat. Na, wer gewinnt? Bei dem Stego sieht schon ein bisschen mau aus. Ich mach mit. Das dauert mir zu lang, bis ihr euch das ausgetragen habt da. Stego kaputt und Kano auch kaputt. So, ist jetzt hier noch irgendwo. Oh, es gab eine Metal Hatchet, das ist cool. Da ist nichts mehr. Mir ist jetzt gerade vor allem das Hide ein bisschen wichtig. Wir werden viele Sättel brauchen in nächster Zeit. Man sollte den auch wieder ins Neutral pfeifen, gell? So, fertig? Können wir ja gehen. So, guck, das ganze Fleisch brauchen wir jetzt nicht. So. Noch ein bisschen Leben. Bitte einmal wenden. Und dann sind wir auch schon bald da. Gott sei Dank. Und dann hoffe ich nur noch, dass da hinten Biber sind. Und ein Biberdamm. Und dass dann auch noch dort Cementing Paste drin ist. Das wäre noch besser. Nützt ja alles nichts. Sonst müssen wir weitersuchen. Dann müssen wir die Fressmeile entlang gehen. Und wer sich jetzt fragt, was ist die Fressmeile? Das ist der Fluss, der da vorne gleich zum Vorschein kommt, wo wir jetzt hinwollen. Und den ganzen Weg über die Fressmeile, den wollte ich eigentlich vermeiden. Weil das doch ein bisschen Aua wehtun könnte, ja. Also das könnte mächtig in die Hose gehen, selbst für unseren Schweig hier. Level 8, ist auch nicht so geil. Was war das denn jetzt? Hier hat irgendwas ganz komisch gefiebt. So, dann gehen wir besser hier runter, weil der andere Weg unten rum tut ein bisschen weh. Schön diese Ebene, ne? Gefällt mir unheimlich gut. Dann sind wir wirklich schon fast da. Kurz Stamina aufladen. Wenn der schon wieder so panisch da rumläuft, weiß ich nicht, was da unten auf mich wartet. Tschö! Das gucke ich mir erstmal an. Ich habe da gerade irgendwas hinter dem Busch gesehen. Ich sehe im Moment nur die los. Sonst sehe ich nichts. Okay.
Dauert schon wieder ein Schwein vor irgendwas ab da oben im Wald. Aber ich will ja ein bisschen dahin. Da hier vorne ist ein Raptor. Krieg ich den so ins Target? Ja, komm mal her. Level 12. Ich bitte dich. Ah, da ist noch ein Raptor. Da hinten ist noch ein Raptor. Komm. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Level 16 ist auch nicht besser. Räumen wir die mal eben beiseite. Komm her, genau. Und boing, flip. Oh, tschüss. Zack. Ach du Gott. Das wird ein bisschen besser jetzt hier. Das wird jetzt ein bisschen besser. Da hinten habe ich ein Kano gesehen und noch zwei weitere Raptoren. Ach, leck mich am Zuckerli. Da vorne ist die eine Arme, also die will ich auch noch eben beseitigen. Zack. Jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Da müsste der kleine Raptor von gerade gewesen sein. Ja, so schnell wie der kaputt geht. So, was haben wir dann auf einen Raptor? Der rote, der da läuft. 108! Leute! Ach nee, komm, der greift da jetzt gleich an. Muss mal kurz beiseite gehen. 108! 108! Ach Gottes Willen, komm, na! Ja. Zweimal. Gut, dass unser Trike so gut tanken kann. Gut, dass ich so nicht zielen kann. Perfekt! Das war zu einfach. Das war zu einfach. Ja, Leute. Wisst ihr Bescheid, ne? Oh, leck mich am Arsch. Alter! Wir haben 108er Raptor gelegt. Jetzt müssen wir Fleisch besorgen. Aber ist ja nicht so, dass hier nichts rumläuft. Warte mal, dich packen wir mal ein bisschen hier in der Umgebung. Du bleibst auch mal hier stehen. Ich hol Fleisch. So, wo ist der eine Raptor, den wir gerade umgehauen haben? Nö. Da oben ist noch ein Raptor. Wir könnten uns ganz einfach ganz viel Fleisch besorgen, wenn jetzt hier welche in der Nähe sind. Ne, wir haben erstmal wieder ein Problem mit Bienen. Da hinten ist noch ein Raptor. Und ein Dilo. Wir machen jetzt hier alles platt, was uns im Weg stellt. Einmal. Wo ist der Raptor? In den Kano würde ich gerne noch umhauen. Der gibt nämlich Prime Meat, aber den muss ich erst wieder finden. So, komm her. Ich bin hier. Genau. Ja, komm. Alle Mann vorwärts. Ich sehe natürlich nichts. Der hängt gut in mir fest, der kommt also nicht weg. Zack. Wo ist der andere hin? Scheiße. Wo ist denn der Raptor? Da liegt er. Ach verdammt, ich sollte vielleicht auch auf Fleisch gehen, ne? Da hinten ist der andere Raptor. Komm mal her, mein Freund. Dann haben wir noch einen Stego, den können wir auch noch umhauen. Ups. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ach, ein Dilo. Wir holen uns halt den Stego und dann gucken wir mal kurz, was der Raptor da unten macht, den wir liegen haben. Stress pur. Zack. Erstmal alles ins Twike hier. Einmal wenden und den Stego holen wir uns so zum Schluss. Dann machen wir gleich in der nächsten Folge, für euch übermorgen, also für mich in der nächsten Folge, machen wir direkt dann weiter. Das war wahrscheinlich jetzt 100 oder so. Gut, ich hab mich auch gut Schaden. Und eine schöne Fahrbahn. Hilft dir alles nichts, wir brauchen Prime Meat. Wo willst du denn hin?
Nö, nee, der war nicht so groß. Der, wenn der jetzt schon blutet, war der nicht so groß. Unten ist direkt noch ein Stego. Perfekt. Einmal Primate. Ja gut, einmal Primate ist besser als keins, ne? Na gut, und ich würde sagen, ich schnetze mich jetzt hier durch und wir sehen uns gleich beim Raptor wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, teilt dieses Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir unseren Raptor weiterzähmen. Bis dahin, ciao, ciao.